Prinzessin Iljana, Ragnivs Daughter, wird tatsächlich die erste offiziell erbende Frau unserer Dynastie sein. Und wir haben damit endlich den Punkt erreicht, auf den wir die ganze Zeit hingespielt haben. Wir haben endlich den Punkt erreicht, wo Frauen die Weltherrschaft an sich reißen werden. Das ist doch mega, mega geil. Also die Idee meiner Religion war ja, ich will ja Männer nicht komplett nutzlos machen in meiner Gesellschaft. Also es ist generell, es ist ein Hexenzirkel. Wir lieben Hexen. Aber grundsätzlich sollen Frauen regieren und Männer kämpfen. Das ist die Idee dahinter. Und die Idee besteht darin, dass die Frauen erben und die Herrscherinnen sind und dass sie vererbt werden mit ihres Blutes, das für sie kämpft. Und weil die Männer halt einfach sterben wie die Fliegen, was das Kriegerische angeht, macht es halt viel mehr Sinn, dass die Frauen regieren. Weil wenn der Mann im Krieg stirbt, bricht das Reich nicht zusammen, weil die Frau sitzt immer noch zu Hause und regiert und hat das Sagen. Und dann tauscht sie sich halt einfach ihren Ehemann aus. Wisst ihr, was wir machen, Leute? Ich glaube, wir werden das jetzt standardmäßig machen. Wir werden das jetzt standardmäßig machen, weil wir reden ja schon seit einem längeren Zeitpunkt darüber, dass ich es nicht schaffe, Spiele rechtzeitig zu starten. Und vielleicht brauche ich einfach so ein bisschen einen Trigger. Und ich würde jetzt einfach sagen, wenn ich... Wow, Sail Train! Ich kann nicht zu 100% versprechen, dass ich meine Wochenpläne immer richtig einhalte. Aber wenn ich am Tag des Streams in den Tweet hineinschreibe, wir machen um diese und um diese Uhrzeit das, das und das, und es hat keinen gesundheitlichen Grund, warum es wegfällt, wie zum Beispiel letzte Woche, als ich den Stream dann 3 Stunden früher beendet habe, weil es mir körperlich einfach scheiße ging und ich schlafen gegangen bin. Also, wenn ich mich verquatsche oder wenn wir doch was anderes spielen oder irgendwas anderes, dann werden wir zukünftig, werde ich euch einfach jedes Mal, 25 vielleicht ein bisschen hart, weil ich glaube, dann bin ich in 2 Wochen arm, aber jedes Mal, wenn ich mich nicht daran halte, werde ich euch 10 Subs giften und vielleicht sind das vielleicht ist das die Art der Erziehung, die ich brauche für mich selbst, damit ich mich an meine eigenen Pläne halte. Vielleicht ist es genau das, was wir brauchen. Ich danke übrigens an dieser Stelle vielen, vielen, vielen lieben Dank, Sail Train, für 25 Subs. Holy shit. Danke, 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 danke schön. Das ist insane. Vielen lieben Dank, James, für die 16 Monate. Dankeschön, Logan, der auch einfach 5... The fuck? Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist super, super lieb. Ich danke euch. Danke, danke, danke schön. Und riesiges Dankeschön an Two-Face Saren für den Prime Sub und Hero für die 17 Monate. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön. Es gibt noch, es wird noch einen Streamplan die Woche geben. Ich mache euch den heute fertig. Aber es gab, also gibt leider noch keinen. Das ist nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil einfach sehr, sehr viel anstand und ich es nicht geschafft habe, bis jetzt fertig zu planen. Ja, da bin ich pleite, Xcloud, ey. Und ich danke euch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank wegen den Subs. Dankeschön, Dankeschön. Geht das auch, wenn du den Stream zu spät startest? Ja, man muss halt, also man muss halt an sowas halt auch sagen, ich kann ja mittlerweile eine gute Ausrede dafür nutzen, wenn ich zu spät starte. Ich habe ja eine richtig... Wollt ihr meine Ausrede hören? Wollt ihr meine Pia startet zu spät und sie legitimiert das Ausrede hören? Ich erzähle sie euch. Einfach trotzdem. Auch wenn ihr nicht Ja schreibt. Ich mache halt 5 bis 6 Streams momentan die Woche. Ich bringe auf meinem YouTube-Channel 7 Videos die Woche. Wir haben einen 2. YouTube-Channel gestartet. Ich arbeite gerade im Hintergrund an meinem 3. YouTube-Channel. Ich habe einmal die Woche eine Podcast-Folge, die mit Kim kommt. Gleichzeitig wird diesen Monat mein Blog fertig. Ich versuche eigentlich einen Fantasy-Roman zu schreiben, weil es eigentlich darum ging. Wir haben für dieses Jahr noch 4 Cosplays in Planung und haben eines schon umgesetzt. Wenn ich zu spät komme, dann komme ich meistens deswegen zu spät, weil mein Arbeitstag einfach 6 bis 8 Stunden vorm Stream startet und sich irgendein Meeting verzogen hat oder irgendwas davor länger gebraucht hat als geplant. Und nicht, weil ich zu spät kommen möchte. Deswegen, das ist manchmal, das ist nicht böse gemeint, aber das schaffe ich manchmal einfach nicht besser. Ich arbeite daran und ich habe das Gefühl, es wird besser. Aber es ist manchmal nicht so einfach. Ich höre nur Mimi, Mimi, Mimi.
Zur Erinnerung, du hast dich über die Kinder eines anderen aufgeregt, wolltest bei Rostock eine Burg bauen für den Ritterorden und dann wolltest du Irland erobern. Heil dir, Brutmutter. Dankeschön, Kanglio, das ist sehr nett. Dankeschön. So, wir spielen. Nein, wir machen kein Crusader Kings Reich. Ich habe mich bedankt. Das darf ich. Bedanken darf ich mich. Two Girls, One Car heißt der Podcast. Willkommen, ihr wundervollen Menschen. Willkommen bei einer neuen Folge Crusader Kings 3 oder vielmehr bei einem Livestream mit Crusader Kings 3. Wir spielen immer noch mit unserem Hexenzirkel und wir kommen jetzt erst in die Bereiche, die mit diesem Hexenzirkel richtig spannend werden. Denn wir haben Azathru reformiert und mittlerweile sind wir weiblich dominiert und wir sind weiblich dominiert. Das ist tatsächlich ziemlich krass. Das bedeutet, unser Haupterbe, sorry, ist eine Frau. Prinzessin Ilyana Ragnarsdóttir wird tatsächlich die erste offiziell erbende Frau unserer Dynastie sein. Und wir haben damit endlich den Punkt erreicht, auf den wir die ganze Zeit hingespielt haben. Wir haben endlich den Punkt erreicht, wo Frauen die Weltherrschaft an sich reißen werden. Das ist doch mega, mega geil. Two Girls, One Cup, Zaps. Ja, es ist tatsächlich eine Anlehnung an das Two Girls, One Cup. Ja, ist es. Dankeschön, Kazumi, für den Prime und willkommen bei den Eumeln. Vielen, vielen lieben Dank. Und dankeschön, Heinzel, für die 17 Monate. Dankeschön, dankeschön. Okay. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich noch lange machen werde. Also meine Gesundheit ist in Ordnung, aber ich bin schon 61. Wie sieht's mit meiner... Ui, das ist die potenzielle Erbin des Erben. Wie sieht denn das jetzt mit meiner Nachfolge aus? Ich verliere zwei Titel. Das Kleinkönigreich von Gotland und von Visby an meine Tochter mit dem Klumpfuß. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja trotzdem eine sehr, sehr gelungene Tochter. Also, das passt schon. Gut, das heißt, die bekommt das. Aber die ist nicht matrilinear verlobt. Und das ist scheiße. Aber sie ist mit jemandem verlobt, den wir militärisch gerade auf jeden Fall haben wollen. Aber das ist nicht matrilinear. Aber es ist an und für sich auch nicht schlimm, weil wir die Gebiete eh nicht behalten wollen. Also wir wollen die ja sowieso loswerden. Also das ist ja, es bleibt ja trotzdem in meinem Reich. Deswegen ist das eigentlich nicht schlimm, dass es nicht matrilinear ist. Das tut erstmal nicht weh. Ich bin keine Hexe, ja, das weiß ich. Wir müssen den Weg zurück zum Hexenzirkel erst wieder finden. Aber dafür muss ich überhaupt erstmal wieder eine Hexe finden. Ich dachte, ich werde einfach eine Affäre eingehen. Aber ich bin halt schwul, ne? Finde ich vielleicht einen Liebhaber, der eine Hexe ist? Das ist mein Cousin. Mit dem verstehe ich mich auch gut. Ach, da kam ein kleiner Sohn zur Welt. Erstmal das hier erstmal anheften. Oh, was für ein krasses Kind. Genie, Herkules und wunderschön. Drei Tier, drei Perks. Wie krass ist das eigentlich? Holy shit. Sven. Sven ist ein guter Name. Er ist auch einfach krass. Das ist auch einfach richtig krass. So, König Symbion, das ist mein Cousin. Kann ich mit dem eine Affäre anfangen? Ach, der ist auch schwul. Ja, warum machen wir denn dann noch nicht Sachen? Wieso nicht Sven? Oh, Maurice, hallo! Warum nicht Sven? Was ist denn schlecht an Sven? Du hättest ihn Maurice nennen sollen. Sie ist schon wieder schwanger, Maurice. Also, hä, hat die nicht ein Kind bekommen gerade? Nee, warte mal, das war irgendwer anderer, der da ein Kind bekommen hat. Ja, die aus der Hauptlinie.
aus der Hauptlinie kriegen würden, Maurice. Da, meine Tochter und Erbin, die ist gerade schwanger. Und wenn das ein Junge ist, wenn das ein Junge ist, Maurice, dann wird das ein Maurice werden. Hallo, bärtiger Eumel. Und wenn es ein Mädchen ist, wird es eine Holla. Dann haben wir das auf jeden Fall. Ich nehme dich beim Wort. Ich verspreche hier Dinge, die ich jetzt auch halten muss, ne? Okay, wir wollen... Ich meine, wie groß ist denn mein Königreich? Warum hat das denn so furchtbare lila Flecken hier? Das ist ja ein Vasall von mir. Warum ist das denn so fleckig? Das ist ja richtig unkontrolliert, sein Gebiet. Das muss er schon ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und warum gehört uns das noch nicht? Und warum gehört uns das noch nicht? Hä? Ist der, hat der einfach nur... Der hat nur Irland und 3400 Mann? Als ob. Hä? Als ob? Und es sind noch nicht mal Söldner. Das sind noch nicht mal Söldner. Okay, krass. Krass. Aber nicht wieder aus dem Fenster werfen, Pia. Was ihr von mir hält. Was ihr von mir hält, ist auch einfach so frech. Hallo, Philipp. Und Dankeschön, Mojo, für den verschenkten Sub. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön. Man raschelt, jemand versucht, mich zu ermorden. Das gefällt mir nicht. Einen Mordkomplott gegen mich. Mein Radspitzel ist mit besorgniserregender Neuigkeit zu mir gekommen. Mein Cousin König Sven plant meinen Mord. Der hasst mich auch über alles, ne? Der hasst mich auch wirklich über alles. Und jetzt hasst er mich noch ein bisschen mehr. Kriege ich den getötet? Also kriege ich den enterbt? Ich müsste doch Gründe haben, den zu enterben. Mein Höfling Ellen hat darauf bestanden, mich zu sehen, obwohl ich verlautbaren ließ, dass ich lieber allein sein wollte. Mein imposanter Hochkönig, es ist nun schon eine ganze Weile her, seit ihr euch das letzte Mal bei Hofe gezeigt habt. Wir tun alle unsere Bestes, um in eurer Abwesenheit den Schein zu wahren. Doch ein nordischer Hof kann nicht gedeihen, wenn der Hochkönig nicht zugangen ist. Meine lange Abwesenheit vom Hof hat ihn führerlos und ohne rechtes Ziel zurückgelassen. Meine Höflinge vergleichen ihre Umstände zunehmend mit denen angesehener Höfe wie etwa dem irischen. Jut. Mein Lehnsherr, auf ein Wort bitte. Mein Ratskanzler Herzog Ödgrim kommt während einer kurzen Pause von Hofangelegenheiten auf mich zu. Er deutet in Richtung einer weniger belebten Stelle im Raum und ich folge ihm dorthin. Ich bin über den Zustand der Burg von Sigduna beunruhigt. Ich habe kein Geld. Während einer Versammlung bemerkten wir alle einen grässlichen Gestank. Es muss in den Latrinen ein Stockwerk tiefer kommen. Von den Latrinen... ein Stockwerk tiefer kommen. Ich bitte euch inständig, die Instandsetzung der vernachlässigten Teile des Gebäudes in Betracht zu ziehen. Warum kacken sie nicht einfach aus dem Fenster? Fast 60 Gold verloren. Meine Schwester Ellen war wegen seiner Eskapaden im betrunkenen Zustand schon oft Gegenstand vom Hoftratsch, doch in letzter Zeit scheint sie sich auf bislang Beispielloses zu kaprizieren. Das ist mein persönlicher Streiter und meine Schwester. Sie ist 61 Jahre alt und sie hat mit 61, obwohl sie
minus 12 Punkte durch hohes Alter bekommt, immer noch 25 Punkte in Kampfgeschick. Und das, obwohl sie auch ein Trunkenbold ist. Diese Frau ist absolutely badass. Und es gibt überhaupt nichts, was dazu führt, dass ich sie in irgendeiner Weise vom Hof jagen werde. Aber ich kann sie davon abhalten, ein Trunkenbold zu sein, weswegen sie wieder Kampfpunkte vielleicht bekommen wird, wenn sich das beruhigt. Aber in erster Linie lebt sie dann vielleicht länger, weil sie sich nicht totsäuft. Das wäre eigentlich eine ganz gute Sache. So, lasst uns Hof halten. Das ist auch gut für unseren Hof. So. Die Frau, die sich meinem Thron nähert, ist eindeutig gemeine. Mein Fürst beginnt sie. Ich vertrete die örtliche Gemeinde von Sigtuna. Ketzer! Warum haben die eine eigene Vertretung? In den letzten Monaten sind mehrere Leichen auf unseren Friedhöfen verschwunden. Sie alle wurden ausgegraben und hinterließen keine Spuren. Zuerst befürchteten wir, es sei das Werk wilder Tiere oder obskurer Mächte. Doch dann wurde euer Hofarzt Holfmirt auf frischer Tat ertappt, als er die Toten für ihre Experimente davonschleppte. Bitte bereitet diesem Frevel ein Ende. Die ist gut, die ist krass. Ich will Ränkespielpunkte. Wir erlauben das. Wir erlauben das. Wir finden das gut. Wir finden das sehr, sehr gut. Wir sind Hexen. Als ob wir Angst davor hätten, irgendwas auszugraben. Zwei meiner Vasallen schubsen einander und drängen, um meinen Thron zuerst zu erreichen. Bürgermeister Sigurd verneigt sich vor mir. Mein Fürst, in den Straßen von ganz die Nordsee wird überall mutwillig gemordet. Es wäre nur angebracht, wenn wir verbieten würden, Waffen zu tragen. Zumindest innerhalb der Stadtgrenzen. Das hatten wir schon mal. Ja, machen wir drinnen. So, dann haben wir die Spannung ist zum Schneiden, als sich mein Vasall Herzog Odgrim nähert. Mein Fürst, ich komme mit ernsten Neuigkeiten, aber auch mit einer Lösung für dieses Ärgernis. Es wird zunehmend klar, dass die Angelsachsen und die Schweden einander immer ähnlicher werden. Vielleicht sogar zu ähnlich. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir dann zeigen, dass wir die Schweden es sind, die an der Speerspitze der Innovation stehen. Ja. Geil, haben wir ein Fest. Das ist wundervoll. Hofprachtstufe 6 ist auch wundervoll. Lass vielleicht die ansehnlichen Unterbringungen. Oh, das ist so teuer. Boah, das ist so teuer. So, und ich hoffe, dass sich jetzt niemand mehr darüber beschwert. Ein Großbjott. Ich habe kein Geld für ein Großbjott. Das ist jetzt schon finanziell ein absolutes Desaster. So, meine kleine Tochter braucht einen Vormund. Die ist herrisch, ja. Dann bilden wir die bei meiner Schwester aus. Das ist eine gute Sache. Wenn meine Schwester das macht. Dass sie da, die ist gut, die ist krass und die ist gut. Kannes, dankeschön für die 61 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und hallo, Tyen. Vielen lieben Dank. Einen wunderschönen auch an dich. Hallo. Mehr Waffen für mehr Sicherheit. Wir sind ja nicht in Amerika. Ich muss aufhören zu gehen und es tut mir leid. Ich bin nicht müde. Ich bin erschöpft. Ja, moin. Ja, es werden gerade viele Sachen belagert. Ja, okay. Okay, chill. Holy shit. Mir kam zu Ohren, dass König Styrborn und sein Cousin sich sehr nahe stehen. Wenn ich mich mit Herzog Astrad gut stelle, könnte mir das bei Styrborn weiterhelfen. Ja, dem besorge ich was.
das passt. Ich brauche meine Armee. Und die Frage ist ja auch eher, wo ist denn der Dude? Oh, jetzt haben wir ein erwachtes Interesse, das ist gut. Der ist offensichtlich in der Armee, das heißt, wir sollten uns auf die Armee fokussieren. Da haben wir die besten Chancen, den direkt gefangen zu nehmen. Wie viel Armee habe ich eigentlich, ist die andere Frage. Und wie teilt sich die gerade auf? Wir wollen ja eigentlich da nach oben jetzt. So, der kümmert sich jetzt um das. Der kümmert sich um das. Alter, wie viele Städte hier gleichzeitig belagert werden. Wie viele Bauern hier Aufstände planen. Holy shit. Like the fuck. Nee. Den vernichten wir, das bringt uns nichts. Killer Bambias ist mein All-Time-Favorite-Game. Beantwortet das die Frage? So. Einwand in die Hexerei, Christina, meine Enkelin, die ist Hexe geworden. Also die werden alle Hexen, nur ich bin's irgendwie nicht. Ist schwierig, ich weiß auch nicht, warum es meine Tochter nicht ist. Müssen wir gleich gucken, was wir dagegen machen. Und die müssen wir abfangen da oben. Also die sind halt letztendlich, da müsste der Hauptdude drinnen sein. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Dann schauen wir gleich mal, ob wir den eingeholt bekommen. Weil der läuft ja zum Beispiel weg vor uns und ich glaube, den kriegen wir auch nicht eingeholt. Aber bei. Den töten wir gleich. Und dann die kümmern wir uns auch gleich. Ja, das ist halt nur Bauernzeugs, ne? Die haben halt keine Chance und da lösen sich jetzt die ganzen Fraktionen auf, die wir noch gegen uns hatten. Und eigentlich können wir schon auflösen, das werden wir nicht mehr brauchen, die Armee, um Geld zu sparen. So. Und die schicke ich da jetzt aber nochmal mit hoch. Wobei ich die auch nicht brauche da oben. Brauche ich eigentlich auch nicht. Das macht die Armee alleine. Ohne Probleme. Wir müssen jetzt nur noch die, das sind ja nur Bauern, die können ja nichts. M-Strike, dankeschön für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Ja, es ist ultra teuer im Föderalismus. Es ist, oh, okay, wir brauchen vielleicht doch ein bisschen Armee. Nicht viel, aber einfach vielleicht ein bisschen was. Das ist mir doch ein bisschen zu knapp. Habe ich nicht gedacht. Ah, jetzt sagt er, das ist positiv. Boah, weiß ich gar nicht, warum er da zuerst gedacht hat, dass es nicht gehen würde. Ja, wir schicken ein paar sicherheitshalber, ein paar Bauern noch mit rein. Soll es wirklich Probleme machen? Dürfte aber eigentlich nicht. Müssten wir eigentlich easy geregelt bekommen. Geil. Und neuer Bildungsvorzug. Strahlend. Mm. Wir sind ein strahlender Mensch, Leute. Ein wundervoll strahlender Mensch. Und damit ist der Krieg vorbei. Ich kann meine Armeen auflösen. Und ich bin auch nicht verschuldet. Das ist tatsächlich ziemlich knapp gewesen. Aber ich bin nicht verschuldet. Und dem versuchen wir noch immer dazu zu bringen, dass der mich mag. Okay, der ist fleißig, tapfer und ehrlich. Ein Wohlstandsschaffer, ein Kräuterkundler, ein legendärer Schwertmeister, ein Architekt, habgierig. Ein Logistiker, ein Pförtner, ein flexibler Anführer, ein Hexer, ein Berserker, ein Mörder, ein Trunkenbold, schlau, robust und ein Poet.
Wenn ich mit ihm über Dinge rede, dann lass uns über spirituelle Medizin reden. Geil. Fand er gut. Ja, ich bin halt auch sick. Ich weiß ja auch, was der von mir möchte. Dich bekehren wir und rekrutieren wir. Alter, der ist katholisch. Katastrophe. Strahlend, ich hab dir gesagt, du sollst die Finger vom roten Knopf lassen. Nicht verstrahlt. Ich hab gesagt, strahlend. Wann oder spielst du demnächst mit Maurice Crusader Kings 3? Ist er noch da? Ist Maurice noch da? Hallo, Nice Sekton. Maurice, es tut mir leid. Ach, das ist gar nicht das Kind. Das ist nicht mein... Doch, nein. Wartet. Das ist das Kind von meinem Sohn. Nicht von meiner Tochter. Das ist ein anderes Kind. Das ist... Also ich kann das auch Holla nennen. Aber ich glaube nicht, dass Holla will, dass ich dieses Kind Holla nenne. Weil dieses Kind ist inzüchtig. Das, Maurice, hast du auf dem Schirm, wann das neue DLC kommt? Weil theoretisch gesehen, also wir wollen ja, Maurice und ich wollen diese Woche am Freitag unsere Total War Kampagne abschließen. Und dann hätten wir ja freitags theoretisch gesehen Zeit, auch einen Crusader Kings 3 Run zu starten zu zweit. Könnte man aus meiner Perspektive auch schon vor dem DLC starten. Ich sag's ja nur. Vielleicht mit einem kleineren Ziel. Am 31.05. Dann sollten wir vielleicht warten. Ja, der Name ist eher scheiße. Ah, der Name ist eher scheiße. Also, der Inzüchtig-Perk ist jetzt eher scheiße, tatsächlich. Das ist eher doof. Das Beste an dem Trade ist aber inzüchtig, kann vererbt werden. Naja, was ja korrekt. Es kann ja vererbt werden. So, wer zum Henker ist das? Deutschland. Warum ist Deutschland in meinem Großbritannien? Möchte mir das jemand beantworten? Warum ist Deutschland in meinem Großbritannien? Das ist einfach nur frech. Kann man da noch endlich lächelschlechtliche Ehen eingehen? Ich glaube, das geht sogar schon. Ich glaube, soweit ich das richtig gesehen habe, geht das jetzt sogar schon. Als mein wunderbarer Cousin, König Siborin, mich so neckisch anlächelt, lasse ich alle vorgetäuschte Zurückhaltung fallen. Ich reiße ihm das Hemd von Leib. Umschlinge seine Hüfte, presse meinen Mund auf seinen Hals. Meine schwellende Leidenschaft gegen die seine. Die Liebe zwischen Verwandten ist doch nichts Verwerfliches. Ist doch schön. Jetzt haben wir im Alter, neben unserer sehr viel jüngeren Ehefrau, noch immer eine tolle Affäre. Ist doch was Schönes. Kannst du mich jetzt auch noch zu einer Hexe machen? Warum geht das nicht? Wahrscheinlich, weil ich zu alt bin. Wahrscheinlich, weil ich zu alt bin. Und meine Tochter ist, glaube ich, auch nicht, ne? Sie ist inzestuös und sie bekommt einen Bonus, weil sie inzestuös ist? Ach so, Iliana ist dafür bekannt, sexuelle Beziehungen zu Verwandten zu unterhalten. Und das ist eine Ruhmeigenschaft? Was habe ich für eine Religion gebastelt? Heilige Scheiße. Was habe ich für eine Religion gebastelt? Warum ist das eine Ruhmeigenschaft?
What did I do? Und wann ist das passiert? Keine Hose, kein Problem. Und warum passt dieser Schritt auch dazu? Ich weiß nicht mal mit wem, aber die hat auch schon so viele Kinder. Ah, die hat Zwillinge bekommen. Die hat Zwillinge. Ich konnte die nicht benennen. Maurice, es tut mir leid. Ich konnte sie nicht benennen. Und das ist nicht mal als Scherz gemeint. Es ging nicht. Dadurch, dass sie mit einem anderen Herrscher verheiratet ist, auch wenn es matrilinear ist, ist sie mit einem anderen Herrscher verheiratet. Und weil sie mit einem anderen Herrscher verheiratet ist, hatte ich keinen Einfluss auf die Kindernennung. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr sorry. Hallo Denkbar. Ich habe nicht dran gedacht, dass die mit einem anderen Herrscher verheiratet ist. Können die Zwillinge heiraten? Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich... habe ich homosexuelle Ehe erlaubt? Ich glaube, nur zwischen Frauen. Oder generell. Nee, ich habe weiblichen Ehebruch, der ist verpönt. Männlicher Ehebruch ist verboten. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind akzeptiert. Müsste also gehen. Jetzt, der Patch ist, glaube ich, schon drinnen, dass man jetzt, wenn Homosexualität erlaubt ist, dass man auch heiraten darf. Aber meine Frauen haben in meiner Religion mehr Rechte als Männer. Frauen dürfen fremd gehen und Scheiße bauen, Männer nicht. Das fand ich ganz witzig. Das mal einfach umzudrehen, weil why not? Dankeschön, Torgeras, für die 19 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. So. Ich sollte ja eigentlich jetzt relativ bald Besuch bekommen von Kreuzzügen, eigentlich, oder? Dürfte ja jetzt bald soweit sein, dass die loslegen. Ach, mein Sohn, mein kleiner Sohn ist nachdenklich und dingsterbumster. Für Bildung schicke ich den zu meiner Hofärztin. Das finde ich ganz gut. Damit kriege ich Frömmigkeit, das finde ich auch ganz gut. Titel können geschaffen werden, das brauche ich eigentlich nicht. Das könnte ich feudalisieren. Dafür habe ich kein Geld. Ich habe generell für gar nichts Geld gerade. Wie viel Armee haben die denn? 4000, dann lass uns da ein bisschen plündern gehen. Ich kann nicht mehr plündern. Habe ich irgendwas weggemacht, womit ich davor das Recht zu plündern hatte? Hatte ich irgendwas weggemacht, womit ich vorher hätte plündern können? Ich habe die Kriegslust doch noch drinnen. Ja, das mit der Feudalität ist egal. Es ist scheißegal, das ist ein Sonderding von den Nordmännern, dass die trotzdem weiter plündern durften. Das ist ein Sonderperk gewesen. Außer sie haben es rausgepatcht. Theoretisch gesehen kann Feudal nicht plündern. Nur Stamm kann es. Aber die Nordvölker haben einen speziellen Räubertrade, weswegen sie es trotzdem weitermachen können. Geil. Geil, das ist schön. Feudal kann plündern, weil der Glaube unorganisiert ist. Ah, dann ist das die Religion. Dann ist die Frage, ob ich kulturtechnisch, vielleicht kann ich mir einen Trade in meiner Kultur holen. Aber wir haben hier gerade eine Kriegs-, also wir haben hier schon diese Tradition gestartet. Wir hatten ja, also die Idee meiner Religion war ja,
Ich will ja Männer nicht komplett nutzlos machen in meiner Gesellschaft. Wir sind Frauen, also es ist generell, es ist ein Hexenzirkel, wir lieben Hexen. Aber grundsätzlich sollen Frauen regieren und Männer kämpfen. Das ist die Idee dahinter. Und die Idee besteht darin, dass die Frauen erben und die Herrscherinnen sind und dass sie vererbt werden mit ihres Blutes, das für sie kämpft. Und weil die Männer halt einfach sterben wie die Fliegen, was das Kriegerische angeht, macht es halt viel mehr Sinn, dass die Frauen regieren. Weil wenn der Mann im Krieg stirbt, bricht das Reich nicht zusammen, weil die Frau sitzt immer noch zu Hause und regiert und hat das Sagen. Und dann tauscht sie sich halt einfach ihren Ehemann aus. Zumal du zum Regieren nicht jung und frisch und gesund sein musst, zum Kämpfen schon. Das heißt, dann hat die Frau halt 3, 4 Männer. Das ist doch schon okay. Hallo Toppers. Dankeschön, Klassikzwolle für die 13 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Ihr wisst, dass ich nur Witze mache, ne? Also, ich bin nicht in der realen Welt davon überzeugt, dass das ein gutes System ist. Man kann aber nicht, man kommt nicht drum herum, zu sagen, dass dieses System einige Vorteile hat. Also, ich will jetzt nicht, es gibt definitiv auch Fehler. Auf jeden Fall. Aber man kommt nicht drum herum, auch einige Vorteile in diesem System zu sehen. Das müsst ihr mir, da müsst ihr mir recht geben. Dankeschön, Topaz, nochmal für die 100 Bits. Dankeschön, Dankeschön. So, ich will mir halt das da holen. Das Wilzenland. Mal eben spontan, weil wir haben jetzt schon länger. Wir haben halt jetzt schon länger nicht mehr neue Gebiete eingenommen. Und ich finde, also wenn man so guckt, dann fehlt Rostock einfach. Das gehört mir, dann sollte Rostock auch mir gehören. Das ist die einzige logische Konsequenz dahinter. Ey Leute, danke für die ganzen Bits. Und auch, wir haben so viele Subs heute auch wieder gemacht, das ist insane. Vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön, Pishnat und Expel, vielen lieben Dank. Mit einem Mann und mehreren Frauen 10 Kinder zu zeugen, ist einfacher als mit einer Frau und mehreren Männern. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ich brauche ja auch nicht so viele Kinder. Das ist ja nur anstrengend mit der Erbschaft, wenn ich so viele habe. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit zu viele Kinder, die alle zu viel erben wollen. Weniger Kinder, größeres Erbe. Ich sehe keinen Nachteil. Zumal ich ja auch einfach homosexuelle Ehen erlaubt habe. Was bedeutet, ich heirate einfach eine Frau und kriege mit ihr gemeinsam insofern Kinder, dass wir beide männliche Konkubinatoren haben. Dann hast du 2 Frauen in einer Ehe, die Kinder kriegen können. Das ist maximum effizient. Ich sehe hier keine Schwierigkeiten. Ich sehe hier überhaupt keine Schwierigkeiten. Ist das Wort Konkubinator dafür? Mehr Kinder, mehr Bekanntheitspunkte, mehr Enterben. Boah, wer enterbt denn? Meine Kinder stolpern. Enterben ist viel zu teuer in dem Spiel. Ist nicht worth it. Konkubinat laut Wiki. Mm-mm. Danke fürs Googlen, Chat. Die chinesische Kaiserin Wu Zetian hat eine ganze Reihe von Konkubinatoren. Über die habe ich jetzt vor kurzem was gehört. Die war ja auch richtig krass. Hallo Gaius.
Kind so, sagst du mir bitte Bescheid, wenn ich zufällig stolpern sollte. Ja. Ich sehe da ja jetzt nicht so viel Stressfaktor. Die haben nicht so viel in mir gerade entgegenzubringen. Ich habe irgendwie gedacht, dass das härter wird. Wie lässt du deine Kinder vernünftig stolpern, wenn dein Herr schon nicht im Ränkespiel gut ist? Du schickst sie vor allem auf Kinderspieltage, da sterben die meisten. Oder du lässt sie in Schlachten kämpfen. War sie krass gut oder krass schlecht? Ich finde nicht, dass man, also, oder lass es mich anders formulieren. Es gibt definitiv historische Herrscher, von denen man zwangsweise darüber sprechen muss, wie grausam und schrecklich sie waren. So. Aber bei den meisten historischen Herrschern finde ich es immer ein bisschen schwierig, sie in gut oder schlecht zu unterteilen, weil es ja meistens immer ein bisschen eine Perspektivengeschichte war. Es gab eigentlich nicht wirklich gute Herrscher. Es gab nur Herrscher, die für ihr Volk gut waren. Und manche mehr und manche weniger und manche gar nicht. Aber es gab nie wirklich Herrscher, die für alle gut waren. Vor allem nicht für die Nachbarn. Und was bei dieser Wu halt super krass ist, ist, dass sie eigentlich gar nicht, sie war nicht mal eine Frau des chinesischen, also das chinesische Königshaus ist ja insofern ultra krass, weil die eine mega strenge Erbschaftslinie haben. Also dort können nur Männer erben, ohne Ausnahme. Und wenn kein Sohn mehr übrig ist, dann erbt niemand. So, Frauen können nicht erben. Und wenn ich es jetzt gerade nicht verwechsel, dann war das, was bei ihr so krass war, war, dass sie nicht mal eine Frau von dem Herrscher davor, also von dem Kaiser war, sondern sie war seine Lieblingsgeliebte, also seine Lieblingskonkubine. Und er hatte halt mehrere Frauen und Nebenfrauen und Konkubinen, nur war sie die Einzige, die ihm einen Sohn geboren hat. Und nachdem er verstorben ist, ist sie dadurch in ihrer Rang, also erstmal dadurch, dass sie einen Sohn geboren hat, ist sie in ihrem Rang aufgestiegen wegen der Geburt des Sohnes, weil ihr Sohn potenziell den Thron erben konnte und bevorzugt wurde in der Erbreihenfolge auch vor den Frauen der Ehefrau, also vor den Töchtern, die durch die Ehefrauen geboren wurden. Und weil sie auch die Einzige war, die ihm einen Sohn geboren hat, bevor er gestorben ist. Und als er dann gestorben ist, wurde ihr Sohn, obwohl er nicht von einer Kaiserin geboren wurde, sondern nur von einer Konkubine unter Anführungszeichen wurde er Thronfolger. Und weil er aber noch so jung war, wurde sie quasi zur Kaiserin Mutter. Oder wir kennen das als Königin Mutter. Das heißt, sie wurde von einfachem Magd zur Lieblingskonkubine und von der Lieblingskonkubine wurde sie dann zur Ersatzkaiserin, die regiert hat, bis ihr Sohn alt genug geworden wäre, um zu erben. Und ihr Sohn starb aber, bevor er erben konnte. Und sie hat dann einfach irgendeinen Neffen x-ten Grades als neuen Erben quasi ausgerufen, weil sie dann anstatt ihm weiter regieren konnte, bis er alt genug ist und war dadurch dann irgendwie 20 Jahre lang an der Macht als Frau in China. Like, it's fucking insane. Also super, super krass. Und in Europa hat man währenddessen über die extrem bösartige, gefährliche Kaiserin von China gesprochen, weil sie halt eine Frau war, die an der Macht war und man sie in Europa als Hexe betitelt hat. Hallo, my sir. Soweit ich weiß, laut dem, was ich gelesen habe, wurde er nicht gestorben, sondern ist einfach an der Krankheit verstorben. Aber was weiß ich. Und danach ist das Kaiserhaus ausgestorben tatsächlich. Also nachdem sie gestorben ist, ist die Thronfolge zerfallen. Ich weiß leider nicht mehr genau, warum, weshalb und wie im Detail. Aber mit ihr ging auch eine ganz große Ära des Kaiserhauses zu Ende. Hallo Florian. Mm.
So. Das weiß ich nicht gerade, ja. Ich habe das nur, was Radegund schreibt, kann gut möglich sein. Ich habe das nur beiläufig jetzt in die Timeline gespielt bekommen. Tatsächlich. Ich habe das nur beiläufig in die Timeline gespielt bekommen. Und fand es halt super spannend. Weil ich mir einfach denke, so, wie schaffst du es, als nicht königlich geboren so einen Aufstieg hinzulegen? Ist halt krass. Um diese, wie hieß sie, Wu, irgendwas, Kaiserin Wu? Wahrscheinlich musst du bei Google nur krasse Kaiserin eingeben, krasse chinesische Kaiserin, dann kommst du wahrscheinlich schon dort. Wu Zetian, dankeschön. Hallo Askavi. Die Sonne scheint und die Bauernschaft schlendert über das Turnier, das meine Gemahlin veranstaltet. Meine Champions jubeln, als Hochkönigin Güter das Turnier zu ihren Ehren ankündigt. Und endlich einmal darf ich einfach nur zusehen. Allerdings würde ich nicht den ganzen Turnier lang auf einem Thron herumhocken. Beifall. Das ist die perfekte Gegenlage, Dark ein wenig zu schulen. Das ist einer meiner Söhne. Na, wir machen das mit meiner... Was ist mit dem? Braucht niemand. Der erbt nichts. Ist ja nur ein Sohn. Der hat das alles entspannt. Unsere Religionseifer ist hochgegangen. Das ist auch schön. Lasst uns hier einfach stürmen. Ja, so. Und wie genau kann ich diese Schlacht jetzt noch nicht gewonnen haben? Die Alte hat doch keine Gebiete mehr, oder? Hat die noch Gebiete? Gehört der da oben Wannes? Ach, Jesus. Ich dachte, der gehört nur der kleine Scheiß hier unten. Ich kann halt super schwer nur jetzt irgendwo hingehen, weil ihre Armee wird hier nicht anlegen, solange meine Armee hier ist. Und desto mehr Zeit vergeht, desto teurer wird das gerade alles für mich. Aber ich darf sie das auch nicht wieder freiräumen lassen. Wenn man krasse chinesische Kaiserin googelt, wird einem Sixi ausgeworfen. Da kommt dann wer anderes. Yo, das ist eine andere Person. Hallo Golor. Na, nimm die Sachen mal schnell ein hier. Kann ich keine Belagerer stationieren? Warum geht denn das gerade nicht? Ach, belagern die vor mir? Ach, der war vor mir da. Das habe ich nicht gerafft, dass der vor mir da war. Und jetzt fährt der da wieder runter und befreit den Scheiß da unten wieder. Ich brech weg. Das ist so ätzend, wenn die Armeen einfach nur von dir weglaufen. So, und warum kann ich jetzt hier... Das gehört doch... Gehört das nicht dazu? Bin ich so lost? Nee, das gehört gar nicht dazu. Ich bin einfach nur lost. Das ist da unten. Deswegen kann ich da oben nichts belagern. Was mache ich hier? Alter, und ich verschulde mich gerade des Todes, weil meine Armee viel zu teuer ist.
Das war es einfach nicht wert. Kann ich nicht. Ich kann doch eigentlich... Stellt euch mal bitte ganz kurz hier hin. Okay. Da, perfekt. Holla und Maurice. Wir ignorieren. Wir ignorieren das andere, was da mitspielt. Ihr habt das gar nicht gesehen. Wieso? Da ist nichts. Da ist nichts. Das sind wundervolle Kinder. Die sind wunderschön. Die sehen da toll aus. In der Erbschaft. Guck, die sehen super aus. Denk dir nichts dabei. Schöne Zwillinge. Kommen sogar, sind sogar in der direkten Nebenlinie der Königsfamilie, Kaiserfamilie. Das ist großartig. Ich werde dir noch was schenken an Gebieten, Holla. Alles ist gut. Dankeschön, The Real John, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Kriege ich das Saarland? Das müsste doch hier irgendwo sein, oder? Gab's das Saarland zu dem Zeitpunkt schon? Müsste das nicht irgendwo hier sein? Nee, ich habe noch keinen Kriegerorden. Wir sind noch nicht so weit. Saarbrücken. Hä, wo ist denn Saarbrücken? Ich sehe das gar nicht. Links von Sprayer, Saarbrücken. Das willst du haben? Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Papa ruft Ott und zieht an meinem Ärmel, kaum dass ich den vereisten Innenhof betreten habe. Es klappt nicht, ich bekomme das nicht hin, ich kann nicht Schlittschuh laufen, das Eis hasst mich. Ja, wir machen mit dem ein paar Sachen, damit er nicht so unglücklich ist, der kleine Fratz. Dankeschön, Dankeschön, Dragos, vielen, vielen lieben Dank für die 5 verschenkten Subs, holy shit. Vielen, vielen lieben Dank. Und Dankeschön, The Real John, auch für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Hast du gerade gesagt, du nimmst auch ganz Lothringen? Weißt du auch, dass ich das erstmal einnehmen muss dafür? Alter, und Florian, Dankeschön für die 5 Subs. Willkommen bei den Eumeln, alle Neuen. Willkommen, willkommen. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank und Dankeschön, Dragos, für die 6 Monate. Alter, ey. Dieser kleine Giftzwerg will ganz Lothringen. Dieser kleine Giftzwerg will einfach ganz Lothringen haben. Und Dankeschön, Ronjan, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön.